Hallo ihr Lieben und you vom Guru. Heute mit Laviano von Chateau aus dem Aldi in der Sorte Kokoscreme. Und das kennt ihr garantiert schon, diesen Riegel. Den gibt es nämlich in drei Sorten. Mit Haselnuss gefüllt. Und da hat er mich total an Kinder Bueno erinnert. Ihr wisst, Waffel, Haselnusscreme und Schokolade drumherum. Da muss ich immer direkt an das leckere, geile, famose Bueno denken. Und das hier gibt es tatsächlich auch mit Kokoscreme. Wahrscheinlich auch schon mega lang. Ich habe es, wie gesagt, heute für mich neu entdeckt und muss es direkt mit euch probieren. Denn mit einer wichtigen Intention. Kennt ihr noch Kinder Bueno Kokos? Nein, kann ich verstehen. Die gab es letztes Jahr auch nur in Österreich und in England. Dieses Jahr gibt es die gar nicht mehr. Und ich möchte heute mit euch zusammen herausfinden, Laviano Kokoscreme von Chateau aus dem Aldi Nord. Schmeckt das etwa wie Kinder Bueno Kokos? Ich war schon sehr positiv überrascht, als ich hier hinten auf die Zutaten geguckt habe. Die gibt es gleich nochmal am Ende des Videos nochmal in Ruhe, könnt ihr euch die anschauen. Denn da stand drauf 9,4% gemahlene Kokosnuss. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass so viel Prozent Kokosnuss in so einer Kokosnusscreme drin ist, weil oftmals wird damit mit Aromastoffen getrickst und dann ist da vielleicht nur 0,5% Kokos oder so drin. 9,4% Kokos finde ich wirklich schon ordentlich für den Geschmack und ich bin gespannt. Wird es wie Kinder Bueno Kokos schmecken und kann ich mich überhaupt noch an den Kinder Bueno Kokos Geschmack erinnern, ist die Frage. Das ist ja auch schon über ein Jahr her. Aber ich weiß, dass es auch mega lecker war und wenn es hier wie Bueno schmeckt mit Kokos, dann schmeckt es, vielleicht schmeckt es sogar noch geiler als das Bueno Kokos. Ich hole es mal ganz kurz raus. Es ist ein bisschen kleiner. Ein Riegel hat übrigens überschaubare 120 Kalorien. Muss ich gerade mal drauf gucken. Ich habe mich heute übrigens extra hellblau angezogen zur Feier des Tages und für diesen Kokosnack. Schaut mal, der sieht doch wirklich aus wie, ja, ihr habt es jetzt schon 3000 Mal gesagt. Muss ich nicht nochmal sagen. Oh, und das riecht schon geil nach Kokosnuss. Mmh. Und schaut euch diese Creme an. Diese Creme-Füllung. Meine Güte. Wow. Das schmeckt wie Raffaello ohne die Nuss. Aber mit Schokolade und mit Waffel. Mmh. Hammer. Hammer, lecker, geil. Es schmeckt nicht ganz wie das Kinder Bueno Kokos, weil das hat noch ein bisschen einen leichten anderen Geschmack. Aber es schmeckt hammergeil. Es schmeckt wie Raffaello, gekreuzt mit einem Kinder Bueno als Riegel. Was kann dabei nur rauskommen, was ziemlich geil ist? Also Kokosfreunde, aufgepasst, 10 Punkte für diesen Riegel. Wenn ihr keinen Kokos mögt, probiert es mal trotzdem. Ich finde es echt lecker. Ich würde ihm auch als Nicht-Kokos-Fan sagen, 8 Punkte ist er für Nicht-Kokos-Fans. Der ist wirklich mega geil vom Geschmack. Ihr Lieben, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!